Guten Morgen, wir sind unterwegs. Warte. Na? Hier, da rennt er wieder davon. Guten Morgen. Na? Oh, neuer Kameramann. Steven, was hast du denn mitgebracht? Das Auto kennt ja noch gar keiner. Oder? Wer bist du eigentlich? Wen hast du mitgebracht heute? Der Philipp ist bei mir mit. Wir haben erhitzte Gespräche. Ja, über was sprecht ihr so? Wirtschaft und so weiter und so fort. Wirtschaft ist wichtig. Wirtschaft ist wichtig. Müssen wir ankurbeln. Du willst ja auch weiter Fußbeten machen. Sicher, ja. Das kann man ja einfach, übrigens, ne? Der Steven, bleib doch mal hier. Na? Geht das jetzt gleich raus? Du bist ja auch üben. Ach, ich kenne das ab. Morgen. Hallo. Hallo. Ich habe eben schon zweimal Nickerchen gemacht zwischendurch. Wir machen jetzt Fahrerwechsel. Ach so. Bitte gut. Du hast ja die ganze Woche nicht geschlafen. Alter, ich bin durch. Ich bin jetzt schon platt. Ja. Also eigentlich brauchen wir nur die 93 absperren, die geht's wirklich lang gehen geradeaus. Oh! Ja, servus, gell, Freunde. Nimitz, da du doch. Ja. So, jetzt geht's auch wieder auf den Berg. Ja. Philipp hat's ja gerade gesagt. Wir sind auf dem Weg zum... Freddy, kommt schon. Jürgen. Okay. Ja. Zum Onkel Jürgen. Na, ob das jetzt eine richtige Straße ist? Ich weiß nicht. Könnte sein, ne? Dass da uns wieder mit irgendwas entgegenkommt. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt. Also ich bin ja auch gespannt, ob der uns mal wirklich oben in seine heiligen Hallen reinlässt. In die Hallen, ja. Das war gut. Sieht ja sehr schön aus. Ich möchte gerne mal wissen, wie kriegt denn die Autos überhaupt da hoch? Ich glaube, Fahrstuhl oder was er hat. Pass mal, deine Auflaufbremse, die zieht aber doch. Ja, die ist straff eingestellt. Ach, hier steht der Schandner. Oder wir haben uns verfahren. Kann natürlich auch sein. Ja, man kann ja mal gucken, ob man dort vom Nils ein ganz kleines bisschen das Interieur oder wie nennt man das? Das können wir auch noch erfüllen, weil die Frage ist ja, ob also dass der Nils eine EMU programmieren kann, das wissen wir. Aber ob er Google Maps programmieren kann, ob Navi, der Beweis ist noch offen. Man muss sagen, als wir heute Morgen los sind, erschien noch die Sonne. Ne? Seit 5 Stunden haben wir hier nur Nebel. Das ist gerade das Stativ runtergefallen. Ja, 13 Grad, halt früh war's. Ja, zwischendurch hatten wir ja fast 16 mal, ne? Oder 16, 18 sowas. Ja, genau, während die Gerode waren 20. Oh. Deine Auslauf- und Auflaufbremse da zieht aber früh. Ja. Also wir rufen jetzt mal kurz den Nils an, was er so richtig vorhat. Ja, der Sepp hat heute. Weil hier wird die Straße immer staubiger. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist hier so der richtige Weg zum Jürgen. Also wenn wir Pech haben, ist das ja so wie in Berlin mit dem Namen Guyen. Ja, da heißt ja, ich glaube, jeder Vietnamese, nicht, dass es die Region ist, wo jeder Österreicher Dutter heißt. Und wir zu irgendeinem jetzt fahren. Und dann navigiert bestimmt gerade mit dem Handy, ja? Alter. Da gibt es bestimmt gerade nicht zu, dass wir uns mörderisch verfahren haben. Aber. Und wenn, wir sind alles Männer, wir würden es ja nicht zugeben. So. Hallo? Alter, was machst denn du? Haben wir uns verfahren oder was machen wir denn? Wir fahren zum Kinderhaus. Nicht weiter hinter? Bis vor 5 Minuten. Ah? Und das ist sind wir auf der richtigen Straße oder was hast du eingegeben? Sind wir hier auf der richtigen Straße oder hast du hier irgendwie wieder kürzeste Route über Stock und Stein oder? Also das sind hier normale Landstraßen, wir sind gleich da. Ach so.
Das sieht in Sachsen-Anhalt überall schön aus. Boah, hast du gesehen, hier oben sind, die haben hier Plastikkühe, hast du das gerade gesehen? Plastikkühe, so rechts oben. Ach so. Ach hier, der wilde Kaiser. Da gab es halt ganz mit Rotkohl. Es sieht auf jeden Fall. Was? Ja, ne, ich glaub das, Na? Ja, okay. Na schön. Bis gleich. Ja, ja, das werden wir auch sehen. Bis gleich. Tschüss. Schöner Bau. Steffen, wie bei dir? Ja, na fast. So ein grauer Anstrich. No, dann sieht es eigentlich. Mal gucken, ob es lang aufgeladen. Überleg mal, der würde in Frankreich wohnen, dann wäre es ein Tüte. Wir sonst. Alter, sag mal, was ist denn das? Die ist gut eingestellt. Ja, die ist, ja. Man muss ja ein bisschen Bremsen sparen am Zugfahrzeug. Das ist korrekt. Na. Alter, die Traktoren hier rasen. Die fällt bis zur Dutterfahrt. Oh, aber hast du gehört, eine Minute Umweg, ja? Sei einfach ruhig. Ich glaube, dass es eine Minute ist. Was? Ich habe gleich gesagt, dass es eine fruchtländische Minute ist. Was ist eigentlich mit dem Wetter passiert? Es ist kalt geworden, ne? Ja, Nebel. So, ja. Ich denke. Ja? Oh, stimmt. So. Also wir sind noch in Österreich, haben gerade Vignetten gekauft für Ungarn. Und bei mir fehlt auf jeden Fall schon seit ungefähr 10 Minuten der Beifahrer. Das hätte ich ja jetzt in Rumänien gedacht, dass wir irgendwie Leute verlieren, aber in Ungarn, in Österreich ist schon, naja, schon krass. Muss man vielleicht den Zoom mal ändern? So, jetzt sind wir online. Was, jetzt sind wir online? So, was haben wir jetzt gerade erlebt, Philipp? Also, interessant, ja, europäisches Gebaren. Oder auch nicht. Ja. Und zwar haben wir gerade getankt und haben uns gefreut. In Ungarn. In Ungarn, genau. Haben sparsam uns durch Österreich gequält und gedacht, Mensch, da machen wir ein Schnäppchen und tanken Ungarn voll. Und rollen auf die ungarische Tankstelle direkt hinter der Grenze rauf und haben per Kopfrechnung 1x1 ausgerechnet, das müsste so bei 1,20 Euro liegen, machen wir voll. Da haben wir natürlich auch voll gemacht, ja. Steffen in dem Sinne, genau. Fleißig. Es wurde gezahlt an der Kasse auf Ungarisch, das heißt, wir haben es aber ja nicht so richtig nachverfolgt, was wir eigentlich bezahlt haben. Ja, aber stimmt, wo ich den Dankzettel, den Dankrüssel raus, stimmt wirklich, der stand irgendwas mit 800 dann dort. Aber hast du auch nicht geschaltet? Das habe ich nicht geschaltet. Hat er nicht geschaltet, aber es war eh zu spät. Weil der Sack war voll, haben wir nochmal Glück, dass wir den Rudi nicht auch noch voll gemacht haben, ne? Weil es zu günstig war. Ja, weil nämlich, haben wir jetzt gerade gelernt, der Ungar ist clever oder auch nicht, aber für Sicherheit schon. Und zwar ist der Tankpreis in Ungarn gedeckelt. Auf 1,22 Euro, aber nur für die Ungarn. Und für die restlichen Europäer macht man das ungern. Ja, da ist es nämlich wieder das Doppelte. Also haben wir dafür 2,44 Euro. Wie in Österreich und Deutschland. Genau. Oder wahrscheinlich sogar also noch mehr. Nils, den wir ja davor ausgelacht haben, haben wir gesagt, besoffen und Abdank in Ungarn ist ja billiger. Genau. Ja, der hat natürlich jetzt gelacht. Der hat gelacht. Also nichts gewonnen, nichts zerronnen. Wir probieren das nochmal in Rumänien. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Noch was dazu zu sehen? Ich bin erstmal fassungslos. Genau. Und ansonsten haben wir auch noch ein Problem mit der Auflaufbremse. Aber muss ich ja da reingucken. Ich gucke ja mal die Motor. Es quietscht. Ja, es quietscht bitte. Und wir haben uns in neuen Reifen
Ja, vielleicht harte Arbeit. So einen kleinen Bremsplatten, so einen kleinen Upsi eingefahren. Ja, aber das macht ja nichts. In diesem Sinne, bis später. Bis später. So, 21 Uhr, oh, irgendwas, keine Ahnung, 30, 40, irgend sowas, sind im Hotel angekommen. Zimmer ist wirklich sehr cool. Und ja, jetzt heißt es, kurz noch was essen gehen und dann morgen früh um 5 geht es weiter nach Arad. Es sind ungefähr ja, 1,5 Stunden von hier und sollen aber ganz kleines bisschen eher dort sein. Aber erstmal sollen ein ganz kleines bisschen eher dort sein. Und ja, bin auf jeden Fall ganz schön fertig. Bis jetzt ist immer gefahren, oh, ich weiß gar nicht wie viele Kilometer. Ich glaube, weiß nicht, waren es 800, 900, irgend sowas. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zugucken. Der Philipp oder der Robert bei Film. Ich werde vielleicht ab und zu mal meinen Senf dazu geben. Ja, sind jetzt kaputt. Vielleicht sehen wir uns an Ort nochmal oder ich zeige euch noch ein bisschen was. Bis dann.